Hallo meine Flauschis, ich hoffe euch geht's gut. Ich bin endlich wieder in der Lage, Random Furry Facts zu machen, auch wenn das jetzt schon eine ganze Weile her ist. Deswegen ist es jetzt auch die Internet Explorer Edition. Das heißt, ja, die Fakten sind einfach schon ein bisschen älter, aber ich kam einfach vorher nicht dazu, sie zu präsentieren. Ich hoffe natürlich, dass sie euch trotzdem interessieren. Bevor es übrigens losgeht, mein im letzten Video geheimer angekündigter Kanal ist online, existiert. Er ist auch in meiner Endcard und in der Videobeschreibung, er nennt sich Sprachenwolf. Was es genau damit auf sich hat, was ihr dort sehen werdet, klickt einfach auf das Video in der Endcard oder in der Videobeschreibung, dann werdet ihr ganz, ganz schnell erfahren, was es mit Sprachenwolf auf sich hat. Vielleicht ist einigen von euch der Name Sonic Fox ein Begriff. Er ist der Furry, der sich außerhalb des Furry-Fandoms einen riesigen Bekanntheitsstatus aufbauen konnte. Falls einige von euch sich jetzt fragen, hä, wer ist das? Hier mal eine kurze Zusammenfassung, was er so erreicht hat. Er ist ein professioneller E-Sports-Spieler und zockt da auch Spiele wie Mortal Kombat und darin ist er extrem gut. Außerdem hat er 4-mal die Evolution Championship Series gewonnen. Und das Prominenteste über ihn ist, dass er der E-Sports Player of the Year bei den Game Awards 2018 geworden ist. Und der Auftritt ist auch der, worüber ich ihn gesehen habe. Er selbst ist farbig, homosexuell und furry. Also eigentlich nicht die besten Voraussetzungen, um in den USA bekannt zu werden. Er hat einen Fursuit. Und auf YouTube gibt es eben ein solches Video, wo er mit diesem Fursuit auf die Bühne geht und den Game Award entgegennimmt. Und ja, das Video hat sehr, sehr viele Dislikes bekommen vergleichsweise und auch die Kommentare wurden deaktiviert. Es gibt halt leider auch, und das ist mir bei der Recherche aufgefallen, einige Videos, die ihn halt auch einfach als cringe bezeichnen. Und wenn man sich den Auftritt so anguckt, kommt man auf die Idee, okay, er ist sehr lebendig, er hat sehr, sehr viel gelacht und das ist ja auch nicht schlecht. Aber als er eben während seiner Rede den Fursuit-Kopf abgesetzt hat, sagen die Blicke der Zuschauer, ich blende euch mal einen Screenshot ein, dass ihr das auch seht, eigentlich mehr als 1000 Worte. Auf Basis dessen, was ich gehört habe, mögen auch viele Furries ihn nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Bild von ihm. Ich bin der Letzte, der sich auf irgendwelchen Gerüchten ein Bild macht, denn es gibt ja auch genug Gerüchte über mich. Deswegen, ja, vielleicht lerne ich ihn irgendwann ja mal kennen und kann mir dann ein Live-Bild von ihm machen. Kommen wir zu einem anderen Thema, das jetzt nicht aktuell ist, das mir aber schon über die Monate immer wieder aufgefallen ist. Habt ihr schon mal von Latex oder Latex-Furries gehört? Wenn dieser Begriff in den Medien oder sowas aufkam, wurde normalerweise von Petplayern gesprochen. Ich spreche jetzt hier aber mal nicht von Petplayern. Im Furry-Fandom zeichnet sich ein gewisser Trend ab, nämlich der Trend der latexifizierten Darstellung ihrer Fursona. Und wenn man nach Latex-Furries oder nach Latex-Fursuits googelt, kommt man relativ schnell auf Ergebnisse, wo Leute unter ihrem Fursuit einen Latex-Anzug tragen. Und für manche von euch, die denken könnten, dass sie das tragen, damit ihr Fursuit nicht nass wird, ich kenne mich damit ein bisschen aus und weiß, dass Latex schweißundurchlässig ist. Das heißt, ja, man sifft den Fursuit nicht primär voll, aber das Problem ist, der Latexanzug hat Öffnung, nämlich hier und an den Beinen. Das heißt, man sifft aus genau diesen Flächen raus. Man sifft in die Vorderpfoten, man sifft in die Hinterpfoten. Latex ist kein geeignetes Material, um es unter den Fursuit zu ziehen. Ich muss sagen, ich kann der Sache den ästhetischen Aspekt nicht absprechen. Aber wenn ich daran denke, wie lange Furries dafür kämpfen wollten, dass man unsexualisiert in den Medien dasteht, ist das, sage ich mal, meiner Meinung nach ein Schritt zurück. Kommen wir in einem ganz kurzen Fakt mal zu den Abonnentenrekorden, die dieses Jahr oder auch Ende letzten Jahres erreicht wurden. Majira hat die 200.000 geknackt. Chipfleck hat ebenfalls die 200.000 geknackt. Fokari Roo hat die 100.000 erreicht und Quartz Husky hat ebenfalls 100.000 erreicht. Hey, das ist einfach Wahnsinn, wie viele Furries eine 6-stellige Abonnentenzahl erreicht haben. Das war vor 2-3 Jahren einfach noch undenkbar. Daher Glückwunsch an euch alle. Für den nächsten Fakt müssen wir nochmal kurz bei Latex und bei Petplay bleiben, denn da ist mir etwas aufgefallen, was jetzt auch schon einige Monate her ist, was aber meiner Meinung nach berichtenswert ist. Vielleicht hat die ein oder andere Person von euch, die mal an einer Furry-Convention war, schon einen Petplayer auf dieser Convention rumlaufen sehen. Und meines Wissens nach ist das auf der Your Fern sogar verboten, aber es ist halt einfach nicht auf jeder Convention verboten. Es gab eine Petition, die wohl direkt ans Midwest Furfest gerichtet wurde, da dort anscheinend das öffentliche Rumlaufen als Petplayer erlaubt ist. Und diese Petition hat 773 Unterstützer gefunden, was wirklich nicht mal wenig ist. Aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so die Kommentare der Supporter ansehe, frage ich mich, ob die überhaupt richtig nachgedacht haben, denn guckt euch das mal an. Because I am a puppy. Solltest du dann nicht gegen diese Petition sein? Because everyone should be able to express themselves. Dann, hä? Also, dann solltest du doch erst recht dagegen sein. Ich weiß, das Thema ist gerade wegen der Vergangenheit und auch wegen meiner Vergangenheit kontrovers. Daher bitte ich euch wirklich, wenn ihr was dazu in die Kommentare schreibt, macht das auf sachlicher Ebene. Ich möchte da mit euch auf sachlicher Ebene sprechen, deswegen würde mich sehr freuen. Zum Schluss noch ein kleiner netter Fakt, nämlich Hella von Sinnen, die auf der Your Friends war. Ich sag ja, das ist die Internet Explorer Edition.
Das sind Fakten, die schon ein bisschen älter sind. Also ja, Hella von Sinn hat uns Furries of the Year Ferns einen Besuch abgestattet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, wir wären für Prominente in Deutschland einfach vollkommen uninteressant. Aber scheinbar doch nicht. Und wenn ich mir das so angucke, scheint sie das ja wirklich genossen und gut gefunden zu haben. Deswegen beide Daumen hoch dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Your Ferns ein immer bekannter werdendes Event wird, das auch immer mehr prominente Leute anzieht, die sich das einfach mal angucken wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einerseits finde ich das gut, weil ich das auch spannend finde. Andererseits weiß ich nicht, ob der Schritt wirklich so gut ist, weil Furry und Fursuit und alles drumherum wollte ja oder sollte ja nie so ein prominentes Thema werden. Daher muss ich sagen, ich fand's cool. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, wie ihr es fandet. Das waren jetzt wieder 5 Fakten oder 5 Dinge, die im Furry-Fandom so passiert sind. Habt ihr noch weitere Dinge, die in den letzten Wochen, Monaten passiert sind, schreibt sie mir auf jeden Fall unten rein. Like das Video, das wäre richtig klasse. Und noch toller wär's, wenn ihr meinen Zweitkanal, diesen Sprachenwolf, den sogenannten Sprachenwolf, wenn ihr den abonnieren würdet, das wäre richtig toll. Deswegen, ihr könnt um mich rum, könnt ihr ihn abonnieren und auch mich abonnieren. Und ihr kommt zu seinem und meinem Video. Was komisch ist, weil beides ich bin. Deswegen, habt eine schöne Restwoche, genießt das Wetter, wenn es denn schön bei euch ist. Macht's gut, Freunde. Ciao.